Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play bei mir, vielmehr ein Angespielt. Diesmal ist es ein bisschen anders, es geht um das Community-Ding 2.0. Das hat der liebe Gato ins Leben gerufen. Schenkt 10 Kanälen, ein Steam-Key, ein Steam-Schlüssel. Über ein Random-Spiel. Die Idee finde ich echt gut, sehr lobenswert, auch sehr großzügig, wird nicht jeder machen. Von dem her schaut unbedingt bei ihm vorbei und natürlich auch gerne bei den anderen. Ich werde es auch ohne verlinken. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe nur 5 Minuten gespielt, dann gemerkt, dass die Tonqualität. Ich habe jetzt einiges rumgeschraubt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin echt am Verzweifeln. So schlecht war und von dem her starten wir ein neues Spiel. Ich habe den Little Acker bekommen, der kleine Acker. Ja, möchte ich. Ja, finde sie ganz niedliches Point-and-Click-Adventure. So wie ich das mitbekommen habe, muss der Vater die Tochter alleine großziehen. Dessen Vater ist auf irgendeine ominöse Art und Weise verschwunden. Ja, und den sucht er jetzt. Soweit bin ich gekommen und soweit habe ich das mitbekommen. Aber seid gespannt. Ich finde es ganz, ach von der Gestaltung her, ganz süß gemacht. Ich mag eh Spiele, die, ja, grafisch gezeichnet oder, ja, einfach was anderes sind. Und ich hoffe, ich schlafe mich, werde mich gut schlafen. Mal sehen. So. Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen, ist klar. I awoke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep and I needed to keep it that way. Or suffer the consequences. Creaky floorboards meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity. Ja, genau. Also die Szene habe ich schon mal gespielt, sich geräuschlos anzuziehen. Daher weiß ich das jetzt schon. Sieht jetzt dann ein bisschen... My trousers were just out of reach. Genau. Das Hemd, mit dem der Hund zugedeckt ist, sieht er einfach an, aber okay. Warum denn nicht? Ja, genau. Irgendwie muss ich dem Hund den Stock wegschnappen. Dankeschön. Und jetzt komme ich auch an meine Hose. Hat der das jetzt echt im Bett gehabt? Das habe ich gar nicht richtig registriert gehabt, dass der das Sandwich... Ich dachte, nimmt der das Sandwich her? Ein Fischmarmeladen-Sandwich. Ich kann ja nachvollziehen, dass er es nicht gegessen hat. Die Mischung würde ich vielleicht auch nicht essen, aber das Kind hat es einfach nur gut gemeldet. So. Jetzt geht er natürlich mit die Treppe runter. Noch nicht mal angezogen. Sein Pullover fehlt noch. Naja. Du geil, der Hund. Den abreißen wir jetzt mit dem leckeren Marmelade-Fisch-Sandwich. Boah, du wärst da schlecht bei mir, gucke. Ja. Jetzt stinkt der auch noch aus dem Mund. So, da ist der Pullover, den er gerne hätte. Und wir müssen jetzt versuchen, den Hund zu drehen, dass die Lilly sich umdreht. Damit die... Halt, was mache ich denn? Ja, aufgrund des Mundgeruchs. I couldn't do anything about the sweater while Lily was still calling it. Ja, ist doch klar. Ich mag das doch. Das an die andere Hälfte Sandwich. Wieso geht es nicht? Was denn jetzt? Letztes Mal ging es doch, weil die Szene habe ich gespielt. Weiter dann nicht, weil ich dann geguckt habe, ob die Aufnahme funktioniert. I couldn't do anything about the sweater while Lily was still calling it. Eh. Ich nehme doch das Sandwich, du willst mich jetzt. Ja, genau. Aber irgendwie... ...hatte ich das Sandwich doch hier gelegt und der Hund hat sich dann umgedreht. Warum in Gottes Name... Geht das jetzt nicht?
Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ah! War ein Fehler von mir, war ein Denkfehler. Okay, er kommt den anderen Tag. Jetzt genau. Jetzt lege ich das Sandwich da drauf. Ekelhaft, den Pullover ziehen wir dann auch noch ab. Ich should be able to get the trajectory right. Upp, und schon habe ich fast meinen Pullover. Boah, es ist so eklig gut. Nicht das Sandwich auf dem Ohr. Nicht, oh. Egal. Nee, bitte bloß nicht. Bloß nicht. Ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Da. Du Gal, mach mal deinen Hund auf. Ja, genau, das versuche ich doch. Du Gal, du Göll. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hey. Any more rolling and I'd see that sandwich again. He wasn't gonna just let me take it. But maybe he'd be interested in a trade. Ja, ich versuch doch gegen den Stock zu tauschen, na sag mal. Any more rolling and I'd see that sandwich again. Nee, das wolle mal wirklich nicht. Das da. Ich sehe jetzt schon, es kostet mich wieder Nerven. Hopp, mach den Mund auf. Das Maul. Warte, ich muss genau auf den Punkt klicken wahrscheinlich. Zack. Jetzt genau auf den Punkt. Boah, jetzt sieht er den. Boah, ich will gar nicht Marmelade, Fisch, Sandwich, Hund im Maul. Na, egal. Ist ja nur Spiel. Gut, Junge, dann schleich dich mal hier die Treppe hinunter. So zieht man sich morgens an. I decided I'd cycle to the nearby town. Maybe I'd find someone willing to hire me. Maybe I'd find someone who knew where my dad had gone. But first, I had a few things to take care of. Okay, er will in die Stadt radeln, muss aber erst ein paar Dinge erledigen. Okay. Lily's dress was hanging from the line. I didn't need to take it down for her. She developed her own technique for that. Ja, interessantes Kind, wie die hier hochkommt und das Kleid runterkriegt, ihre eigene Technik entwickelt. Und sie sich in den Kessel gesetzt? Ich weiß es nicht. Gut, ich meine, du liegst ein Stuhl. Da steht ein Stuhl. Ja, das Holzschwert ist wahrscheinlich besser herumzuschwingen. Okay. Wasser, um Lillys Frühstück zu machen. Wir brauchen also Wasser. Das sieht mir aber nicht so aus, als wäre du irgendwo eine Spüle, wo man Wasser holen kann. Das wäre auch zu einfach, ist das? Arthurs Zimmer. Okay. Dad, where are you? Scheinbar ist der Vater... It looked like he had rifled through his belongings in a hurry. Either that, or Lily had been searching for clues. Okay. Lily left Sir Fuzzlepuff here a while ago with strict instructions to report to her immediately, if he saw her grandfather. Lily left Sir Fuzzlepuff. Ja, das hatte ich schon. Scheinbar hat sich der Vater irgendwie ganz schnell aus dem Staub gemacht, was auch immer passiert ist. Okay. Aha! Geniale Erfindung. Aber ganz ehrlich, wenn man im Bett liegt, dann kann man doch diesen Rollo runterziehen, oder? Schwer ist es ja nicht. Naja, aber manche macht es einfach Spaß, sowas zu erfinden. Ach, okay. Aha. Es fehlt was, aber weiß nicht was. Okay. Aha, da muss Wasser rein, da scheint was zu fehlen. LPS und Ohm. Ja, es bringt ja jetzt nichts, blind drauf loszudrücken, weil, ja, muss er einfach rote. Mache ich ja anfänglich gern, einfach nur alles drücke. Aber es funktioniert meistens nicht. Ja, war klar. Okay, wir brauchen jetzt erst Wasser, um das zu kühlen, und da fehlt uns auch irgendwas. Schauen wir mal. Okay. Dad left his jacket behind. Sometimes his work would make him forget the little things, like wearing a jacket outside. Or eating. Er scheint ein bisschen verwirrt. Der Vater, aber so sind verrückte Wissenschaftler, ne? Die wissen.
I was pretty sure I could put it to good use, though. Die haben dann oftmals so viele Ideen im Kopf. Naja, für was ich die Maske noch brauche, bin ich spannend. So viele Ideen im Kopf, dass sie einfach das Normale vergessen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, was machen wir jetzt? Weil jetzt weiß ich auch nicht weiter. Küchenschrank. The cupboard where we kept the dishes were tight closed. For all the good it did, I'm pretty sure Lily chewed through them last time. Mhm. Da kann ich noch draufklicken. Ah ja, das scheint sein Vater zu sein. Entschuldigung. Und das andere sagt wohl seine Frau. Hä? Wollte ich doch jetzt hin? Ne, eigentlich nicht. Haferflocken. Aber es hat nie geklappt. Hier, ja, guck mal, raffiniertes Kind, oder? Stellt sich da auf die Leiter, klettert das Bücherregal hoch. Du wirst ihm als Mutter schwindlig, wenn man nur dran denkt, um sich an die Haferflocke zu kommen. Kannst du auch unten noch streichen. Dad's compactable footstool sounds like a great idea. I wasn't sure why it hadn't taken off. Oh, die hat doch jetzt mal praktisch zusammengeknüpft. Das war jetzt mal praktisch, ne? Wenn er das gesehen. So, ja, toll. Jetzt habe ich hier Drittleiter, Maske und einen Krug und brauche Wasser. Ich sehe hier kein Wasser. Wir gehen mal raus. My trusty bicycle was my main method of transport and definitely didn't require any modifications, despite what my father said. Aha. Okay, sein Vater wollte das Fahrrad umbauen. War vielleicht eine gute Idee, dass er es nicht zugelost hat. It was Dad's idea to put the memorial stone by the wall. It was Anya's favorite place to have a picnic. Oh. Wahrscheinlich seine Frau, die gestorben ist, ins Lieblingspicknick. Oh. Das ist ja echt wie traurig und dann. Stehe ich alle da mit einem kleinen Kind? Taking into account Lily's willfulness, it was often easier to indulge her creativity than flat out ask her to do something. In this case, the gnome was a spy who informed me of when Lily wandered too far from the house. Ah, gute Idee. Briefkasten, haben wir auch noch. Ist Bosch drin? Hoffentlich. Wasser wird wohl keins drin sein. Hm. Okay, ein Päckchen. Dear Aiden. Thank you for your application for the position of a Black Lurking Guard. Ah, wie schon. Oh Gott, ist das eine Kündigung? Uiuiui. Oder eine Bewerbung, also eine Absage. Na, bravo. Zeitung. Also das Kleingedruckte kann ich jetzt. Uff. Nö. Nicht lesen. Das ist für mich nicht entzifferbar. Strange Lights in the Countryside. An end to Petrol Wetze. Ach nee, ne? Die rationalisieren Petrol. Oh, ah. Ich will mich jetzt so dazu gar nicht äußern. Arthur, this is the last of the small crystals. I hope this was worth giving up your job for. I'm still finding the whole notion difficult to believe. I'm tempted to make a trip to your home to see it with my own eyes. But the fact that you keep the generator in your bedroom is quite unsettling, to say the least. If what you say about the lesser crystals is true, then I fear what may happen when this company begins experimenting on the large one. It's still safe for now, but I don't think it'll be possible to smuggle it out of here without anyone noticing. Given the apparent results of your own experiments, it's possible they'll listen to your warning. However, it's more likely they'll see nothing other than the potential for profit. For now, I'll do my best to impede their research. Stay safe, my friend. Nina. Aha, interessant. Scheinbar wurde was erfunden, was größere Firmen nicht erfahren dürfen. Und sie wurde ihm ein Kristall geschickt. Mit Sicherheit hat es was mit seinem Verschwinden zu tun. Ja, da würde ich jetzt auch herumstüffeln, oder? Uff. Ja, wahrscheinlich oder irgendwas erfunden, was viel Geld bringt.
Oder kein Geld dann mehr bringt, wenn sie gut die Erfindung ist und man vielleicht irgendwas einspart. Und da natürlich größere Firma, was, da gehe ich ja hin, die natürlich Profit machen wollen. Ist klar, das wissen wir ja alle. So, wo geht's hier hin? Nicht wirklich was, Steppenland. War schön gemacht, wo wird die? Irgendwie so, soll das ein Bachlauf sein? Okay, kann ich den reparieren? Ja, verstehe ich. Immer Wissenschaftler, immer Wissenschaftler. Ich denke, das kann man dann auch nicht einfach ablegen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie komme ich jetzt an Wasser? Habt ihr irgendwo Wasser gesehen? Das habe ich. Was mit Mond? Ja. Ja, ist besser mal los, die Kinder ausschlafen. Sonst sind sie eh knatschig, außer sie schlafen zu lang. Da geht's noch weiter, oder? Da gibt's noch einen Garten, einen hinteren Garten. Oha, was ist das? Transmitter. Okay. I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. Ah ja. Interessant, aber das ist so typisch wirrer Wissenschaftler, ne? So von der Bauweise, und es erinnert mich an den, an den Wissenschaftler zurück in die Zukunft, ne? Der war auch immer total, total verwirrt. Ah, guck mal, das ist ein Hydrant. Ich krieg endlich Wasser, Wasser, Wasser. Warte, stelle mal doch mal die Kanne ohne drunter. Leerer Krug. Und pumpen mal die Pumpe. Ach ne, nee. The pump handle had snapped, leaving only a small section of it protruding from the pump. Der hat doch jetzt wirklich alles Pech der Welt, oder? Jetzt bricht dem das Ding ab. Oh, boah, das sind nicht zu klein. Was ist das? Du stößt noch irgendwas. A solid block of wood next to the pump. Ja, wahrscheinlich kann ich mit dem schweren Holzklotz die Pumpe betätigen. Heb den mal hoch. Ja, super. Packst du mit? Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, da war ein Pech. Bin gespannt, wie man das repariert kriegen. Okay. Seit Tagen wecken, es gab kein Lebenszeichen. Na, irgendwas tüftelt der Wissenschaftler wahrscheinlich aus. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo eingeschaltet. Wahrscheinlich im Schuppe. Und experimentiert an irgendwas. Garantiert. Siehst du? Der hat die von innen blockiert, damit er in Ruhe tüfteln kann. Aha. Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, was er dich abschrecken wollte, aber okay. Ach so, guck mal, das sind die Räder, das sind die Riemen. Wahnsinn, oder? Also ich bin gespannt, was für eine Erfindung das ist. Wahrscheinlich spart Strom, weil er kann ja mit diesem Generator drinnen den Strom im Schuppe machen, oder? War das nicht so? Und fragt sich nur, wie komme ich jetzt an Wasser? Habe ich irgendwas im Inventar? Mit der Leiter auf das Dach möchte ich lieber nicht klettern. Die Maske bringt uns auch nicht wirklich weiter. Warte nur. Vielleicht? Bitte, bitte, bitte. Aha! Sehr gut! Dann gucken wir doch mal in diesen Schuppen nach. Ui. Und Herr sprach, es werde Licht. Wahrscheinlich geht es nicht. Aber versuche du was dennoch. Na, war klar. Dann müssen wir irgendwie den Generator in Gang setzen. Ja, ich soll es jetzt rausfinden, wenn du es nicht wäschst. Na, sehr lustig. Die Mischgabe. Sehr witzig. Was ist. Da war noch was. Was ist das? I couldn't see a thing. And the idea of walking around a room in the dark, where my father invented things? Ja, okay, verstehe.
Es würde mich wahrscheinlich auch nervös machen. Und dunkle Schuhe rumtappen, wenn die Wäsche was dich erwartet, ne? Wer macht das schon? So, okay, wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt? Ich brauche was Schweres. Und ich brauche diesen Holzstumpf, um den auf den Hebel zu schmeißen. Ich habe eine Mistgabel. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, Schafe zu mischen. Guck mal, die Schafe, wie die dargestellt sind, ne? Witzig. I've had better ideas. Dachte ich mir. Also Moment, ich habe eine Maske. Wen soll ich denn damit erschrecken? Eine Leiter? Mit der Leiter und dann draufsteige, gibt wahrscheinlich eine dumme Idee. Ich weiß es jetzt schon. I've had better ideas. Ja. Wisst ihr, das ist so, man denkt, das funktioniert sowieso nicht. Aber man muss es einfach probieren, weil man denkt, vielleicht geht's ja doch. Jetzt habe ich nur noch die Mischgabel. Die Heugabel, sorry, für alle Nichtpfälzer. There was a solid block of wood next to the pump. Ja, den sehe ich. Ich bin ja nicht blind. Ich habe eine Brille auf der Nase. Geht nicht. Geht nicht. Vielleicht kann ich mit dieser Heugabel drin den Schrank aufmachen. Wir probieren es. Irgendwie muss ich an Wasser kommen. Aber ich weiß auch nicht so genau. Soll ich mal mit der Heugabel, ich habe die ja aus einem gewissen Grund kriege, mit der Heugabel versuche. Danke. Diesen Transmitter in Gang zu setzen. Vielleicht funktioniert's. Weiß nicht. Klingt genauso un. Ich würde gerne das Inventar. Seht ihr den Pfeil? Ich würde gerne das Inventar aufmachen. Darf ich? Hallo? Nee, ich will. Geh mal eben rein. Versuch uns drin. Geht's jetzt auf? Ah, jetzt geht's. Nein! Du willst mich ärgern, oder? Du willst mich ärgern. I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. Junge, wem gehören denn. Ey, nie im Leben passen dem die Hose, oder? Fällt mir's gerade nebenbei auf. Nie im Leben. Warum kann ich hier mein Inventar nicht öffnen? Das. Wie sagt man Trigger? Triggert mich jetzt etwas? Sag mal Trigger. Ich würde sagen, ja. Okay. Jetzt kann ich es aufmachen. Die Maske bringt jetzt nicht wirklich viel. Ach was. Das müsste funktionieren, wenn man. Mit Geduld und Spucke bricht man mit dem Mischgabel den Schrank auf. Davon bin ich überzeugt. Und das. Ach was. Ach was. Was, Leute, soll ich tun? Habt ihr eine Idee? Gehen wir nochmal in Arthurs Zimmer. Ich brauche Wasser. Bringt man wahrscheinlich nicht viel, weil ich Wasser brauche. Komm, lass mich mal da rein. Ja, ich liebe Rätselraten, ne? Wisst ihr ja alle. Shortly after resigning from his position at the hydroelectric power station, Dad set up a few light bulbs in his room. Ah, der hat im Wasserkraftwerk gekündigt. It appeared overly complex for the purpose of powering a few bulbs. Aha, der hat irgendeine Maschine erfunden, die Strom erzeugt. Wahrscheinlich auf eine günstige Art und Weise. So erschließt sich mir das jetzt. Und holt sich, wahrscheinlich tüftelt er irgendwo an etwas herum. Oder er musste sich schnell aus dem Staub machen. Ja, okay, mehr probieren wir den Christen. Nee, da oben macht keinen Sinn. Das ist ein Steckplatz, warte. It fits. Was? Huh? It's 3 LBS. Okay. Und die 4 steht für O. Wahrscheinlich, ne? The label on the right indicated the weight of the crystal.
Ja, okay. Warte. 4 Ohm, 3 LPS. Es leuchtet. Ja, es bringt mir aber nichts ohne Wasser. Das Gerät braucht für Kühlung. Und zur Kühlung hat er Wasser verwendet. Mich würde nur interessieren, was das für ein Kristall ist. Naja, sieht ja interessant aus. Okay, ich muss irgendwie. Brauche ich Wasser? Gehen wir nochmal Donuts. Vielleicht finde ich irgendwas, um diesen Nebel zu bewegen. Ja. Das hält die grauen Gehirnzellen auf Trab, aber wirklich. Ich habe eine Leiter, eine Maske und eine Heugabel. Gibt's Notizen? Warte, da steht noch was für Notizen. Ich muss mit etwas Hartem auf die Pumpe schlagen. Ja, das steht doch neben dran. Junge, dann sei doch nicht so ein Schwächling und mach das. Müsste doch. Ich stand in der Mannskern und schaff den Holzklotz nicht. Sorry. Ja, jetzt geht's. Yet another impressive feat of engineering. Ja, okay, dann benutzen wir den Hammer. Jawohl. Well, well, well. Ich habe Wasser. Ja, aber das Wasser sollte ich ja eigentlich fürs Frühstück benutzen. Aber wir benutzen das jetzt als Kühlung. Ich bin gespannt. Irgendwie wäre das ein logischer Weg, ne? Die Gläschluft hier noch. Das Frühstück haben wir gleich zubereitet. Die schläft ja noch friedlich, die kleine Maus. Von dem her gehen wir in Arthurs Zimmer und ich will Strom. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Funktioniert es? Funktioniert es nicht? Okay. Ja, aber irgendwas hat es mit den Knöpfen da auch noch auf sich. Hallo? Ah, ich muss immer auf die Punkte. Ich drück dann immer. That should keep it cool. What? Ach komm schon. Nee, aus der Nummer bin ich raus. So, mit so Formeln braucht man keiner zu kommen. Das ist ja. Und die Symbole verstehe ich auch nicht, ne? Wenn a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat ist, kriege ich noch eh. Boah. What? Typisch Wissenschaftler, ne? H2O. Das hätte man da drin. Das hätte man eingestellt. Ich nehme an, es liegt so eher Fragezeichen, genau. Ach, guck mal. Klon 4er. Okay. Guck mal. 3. 3 ohne drunter und der links außer. Das kriege mal hier, oder? Die 3. 3 unten drunter und links außen. Yes! Wow, der Transmitter funktioniert! Yeah. Oh, das ist immer so schön, wenn man sich freut, wenn man weitergekommen ist, gell? Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich getan habe, aber du geh mal jetzt gucken. Den gucken wir uns jetzt mal an. Tja. Ah, okay. Er hat den Geruch abgestellt. Scheibbrot haben wir auch noch, sehr gut. Aber jetzt gucken wir uns mal den Transmitter an. Das will ich sehen. Oh, ist der laut? Oh, ist der laut? The machine was receiving power from within the house and was now transmitting something. Wurde vom Haus mit Energie versorgt durch den Generator in Arthurs Zimmer. Okay, und sie überträgt jetzt irgendwas. Da bin ich jetzt mal gespannt, was. Wahrscheinlich Strom in der Schuppe. Die Erfindung ist ja nicht schlecht, ne? Na, verdammt laut. Wenn das so einfach wäre, mit Wasser Strom zu erzeugen, ja gut, Wasserkraft, dann könnte man sich, dann müsste man nicht so viel Wälder abholzen, ne? Achtung! Sure enough, the lights and whatever other equipment Dad constructed were receiving power. I wasn't sure if I was getting any closer to figuring out what happened to him, but it was the best lead I had.
Boah, im Real Life, ich sag's euch, wenn da eine Maus oder ein Rat drum rennt, ich wär fluchtartig, schreiend wahrscheinlich, hätte ich den Schuppen verloren. Unser Haus und der Damm des Wasserkraftwerks. Aha. Interessant. There was a large machine in the middle of the shed with what looked like sliding doors. Dad, you better not be stuck in there. So. Ja, was ist denn das? Das gucken wir uns noch kurz an. Oh, der klettert hoch. Ja, war klar, war so klar. Das ist aber auch ein Pech. Der Kerl hat ein Pech. I'll find a way to blame it on the dog. Okay, ich vermute, der Vater sitzt so drin. Garantiert. Aber ich würde sagen, wir hängen jetzt gut für eine halbe Stunde. Das reicht auch, um einen Eindruck von dem Spiel zu gewinnen. Ich finde es gut gemacht. Knifflig, teilweise. Aber wir haben es recht gut gelöst bekommen. Es würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen und vor allen Dingen beim Gardi vorbeischaut. Flamme ist natürlich auch dabei. Ich habe keine Ahnung, was sie für ein Spiel hat. Ich bin also auf ihre Aufnahme auch sehr gespannt. Die macht sie, sobald sie aus dem Urlaub zurück ist. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Ich werde die anderen noch verlinken und vielleicht auch im Abspann live lassen, muss ich mal im Schnitt sehen. Danke, Gardo, für den Key. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.